Gemeinsam mit Piqueur Escadron suchen wir die Fashion Stars 2020. Da schlägt das Reiterherz höher. 4 Frauen dürfen bei Löstau shoppen. Wer hat den besten Stil? Inke, Susanne, Antonia oder Diana? Springreiter Jens Hilbert kürt den Fashion Star. Welcome to Fashion Star. Hallo, ich bin der Jens und ich freue mich auf die zweite Sendung von Fashion Star. Und was ich selbst nicht wusste, wenn ich durch Löstau gelaufen bin, dass Piqueur Escadron so coole Accessoires hat, dass man hier auch noch die mega coolen Handtaschen haben kann und was die Handtasche mit dem All-Over-Look sexy, leicht, Springtime, Summer mit unserer nächsten Teilnehmerin, der Susanne, macht und wie das Ergebnis aussieht, das seht ihr jetzt bei Fashion Star. Dass man Sonnenschein auch auf eBay finden kann, zeigt die Geschichte von Susanne. Ihre Sunny hat die 32-Jährige nämlich genau dort entdeckt. Ausritte in die Natur ziehen die beiden der digitalen Welt aber vor. Mit ihrem Pony kann die gelernte Köchin aus Isernhagen dort die Seele baumeln lassen. Immer dabei ist auch Hündin Cheyenne. Bei gemeinsamen Spaziergängen genießen die drei den Ausblick. Und für ihren Nebenberuf als Tierheilpraktikerin findet Susanne dann vielleicht auch das ein oder andere Heilkraut, das ihren Liebsten bei gesundheitlichen Problemen hilft. Zum Shoppen bei Löstau hat Susanne Julia mitgebracht. Hi, ich bin Julia, ich bin die Shoppingbegleitung von Susi und wir rocken heute das Ding. Dazu brauchen sie erstmal Geld. 600 Euro gibt's für Susanne. Was sucht sie wohl für sich und ihre Sunny bei Löstau aus? Doch bevor das Shoppingerlebnis startet, muss sich Susanne noch für etwas Wichtiges entscheiden. Möchte sie sich lieber mehr Zeit fürs Shoppen nehmen oder will sie das Geschenk in der Blackbox? Wenn Susanne die Überraschung nimmt, bleiben ihr allerdings nur 15 Minuten fürs Shoppen. Geht Susanne das Zeitrisiko ein oder ist sie heiß auf das Extrateil? Sag was. Die Box? Ja. Ja, wir nehmen die Box. Welcome to the show, Susan. Okay. Sind wir jetzt bei einer Beerdigung oder gucken die gerade in den Sarg oder sind die richtig freudig und spaßig oder sind die einfach nur aufgeregt? Ein Longsleeve mit, wenn man näher hinguckt, kleinen Löchlein drin, atmungsaktiv. Gut. Dann kann man nämlich aufs Deo verzichten. Das ist schon mal schön. 15 Minuten laufen, Gang hochschalten, los geht's. Also jetzt müssen wir erst die Flyer gucken, ne? Ja, ja. Okay. Richtig. Kann ich hier überall sein? Ja. Yep. Überall, ja, egal wo. Überall. Schmeiß das mal dahin. Dann lass uns doch such nur hier jetzt. Überall hier. Verdammt. Nur nicht auf dem Boden. Ja, räum das mal ordentlich auf wieder. Geht alles von der Zeit ab. Wir suchen die gelbe Schleife. Wieso kriege ich eigentlich nie eine? Ich streng mich doch auch an hier. Julia, was ist denn wohl das Motto? Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwas Frühlingsmäßiges ist. Weil das kommt ja bald. Ja. Das ist eine gute Idee. Und das It-Piece war ja auch schon frühlingsmäßig. Sag mal, Susanne, was wäre denn das Horrormotto für dich? Farbloses. Am besten irgendwas mit Farbe, also was Buntes. Irgendwas Farbloses. Keine Angst, Jens, nicht du. Ja. Alter, ich hab sie. Susi. Super, steht drauf. Hinten. Nee, wo steht jetzt? Oh Gott, wo steht's? Nicht doof. Ach so, Fashion meets Fun Faction. Einfach luftig und elastisch. Luftig und elastisch. Okay, los. Susanne übernimmt die Führung, Julia passt auf die goldene Schleife auf. Reitleggings ist auf jeden Fall elastisch. Hab schon halb. Von der Farbe passt sie doch auch voll gut dazu. Ja. Und luftig. Und passt auf die Leggings auf. Luftig. Fashion meets Fun. Also Fun Faction, Fun Fashion, Fashion meets Function. Oder hat sich das Motto zwischendurch verändert? Jacke als luftig. Ja. Und als elastisch die Hose? Ja. Jacke gibt's. Luftige Schuhe gibt's nicht. Julia, bei Löstau gibt's doch alles. Das passt doch super. Passt auch mit dem Oberteil super. Und damit übernimmt Julia wirklich die tragende Dann Rolle. Fährt
Genau, für luftig könntest du auch und, von der ja, Decke warte, für sie. Warte. Und Julia, du darfst warte. Auch mitsuchen. Die Uhr tickt. Was suchst du denn? So eine Schabracke, die da mit Funktion ist. Nur noch 10 Minuten Zeit. Okay. Als Schwuler darf ich mit Frauen viel kritischer sprechen als heterosexuelle Männer. Das ist ja von mir immer gar nicht auf einer sexuellen Ebene gemeint, sondern nur als Empfehlung zur Weiterentwicklung. Also, ja, sowas meinte ich. Bisschen mehr okay, für, Chaka Chaka Lipgloss. Ja, Kylie Jenner hat eine richtig geile Marke. Welche jetzt? Schön drauf geschmiert und dann ein bisschen mehr in die Farbecke gegangen, Susanne. Und dann geht's richtig voran. Die Jacke hier. Ja. Und dann jetzt das da drüber. Da. Ja, dann pack die von eben weg. Ja, aber dann eine andere Hose. Hol mir mal eine andere Farbe einfach nur. Einfach nur ja, eine andere und dann Farbe. Such schon mal für Sunny noch was. Stimmt, ja, mach ich jetzt. Ja, das Pony braucht auch noch was. Hier, los, rechne, da, los. Bitte, liebe Julia, damit Susanne ja, nicht mehr als 600 Euro nein, ausgibt. Die blaue, das. Die blaue. So, Susanne, gibt's eigentlich von Piqueur einen Lipgloss? Den könnten wir noch gleich mitverkaufen an die Arctic Blue oder die Sommer Leicht Frühling Chic Collection in Aprikot. Was ist denn Susannes größte Stärke? Ich würde sagen, sie kann sich gut durchsetzen. 394. Wie viel? 394,75 €. Habe ich jetzt erst? Ja. Aber wenig. Habe ich jetzt erst? Wir können noch. Das habe ich. Hat das einen Preis? Oder gibt's das heute umsonst? Ach nee, die Söckchen, die lassen wir aber weg, ne? Wobei, ich müsste die noch mal genauer angucken. Die Socken eben, die haben einen leichten Dior-Look. Die neue Kollektion mit dem neuen Designer ist nämlich so ähnlich. Das hat so ein Monogramm. Das luftig mit ihr habt noch 5 Minuten, ihr habt noch ein bisschen Budget. Los geht's! So. Wie ist denn die, hier die Scheiße? Hast du da, hast du da eine Fliegenmütze? Julia? Gib mal schnell dein Dings hier nochmal ein. Oh je, der verflixte Pin. Ich hasse es. 29,95 €. Steht nichts dran, aber kosten sonst so, ja? Arbeitest du hier oder was? Wie viel? Arbeitest du hier oder was? Und der Preis? Ja? Also die Susanne hat eine sehr charmante, leicht eicherustikal-Ader im Unterton. Aber eben ist es sehr sportiv und sehr elegant durch die Wendung gefallen. Ich muss auch sagen, Susanne, du hast schon auch ein sehr heißes Ärschchen in deiner Reithose. Gell? Wenn wir jetzt noch die hohen Hacken anziehen oder die cognacfarbenen Stiefeletten, dann geht's richtig los. Die noch da drüber. Die Wanderschüchen würde ich dir jetzt nicht empfehlen auf den Look, den du gerade ausgesucht hast. Die finde ich schon, so gut. Ja. Und Schluss mit Shopping. Okay. Raus aus der Jeans und rein in die Reitleggings von Piqueur. Dazu Kniestrümpfe und der Lösdorf Freizeitschuh für knapp 70 Euro. Obenrum trägt Susanne ein Eskadron-Hoodie und eine leichte Jacke. Funktional und elastisch. Das Geschenk, die Softshell-Handtasche in dunkelblau im Wert von 60 Euro, rundet den Look ab. Und wie viel Spaß hat es dir bei Lösdorf gemacht? Ja, es hat sehr Spaß gemacht, war aber auch sehr aufregend. Und würde ich immer wieder machen wollen. Wie zufrieden bist du mit deinem Fashion-Star-Look? Sehr zufrieden. Also dieses, das Oberteil ist mit so Mesh-Stoff an den Seiten. Reitleggings, schön bequem und für den Stallalltag Schuhe. Sunny ist in dunkelblau ganz in Eskadron gekleidet. Die Ausreitedecke schützt vor Fliegen und ist für knapp 70 Euro erhältlich. Als Schutz für die Beine trägt Sunny Reflex-Gamaschen. Für die Ohren hat Susanne ein Mützchen für knapp 35 Euro ausgesucht. Unter dem Sattel trägt ihr Pony eine Eskadron-Schabracke. Ist das der perfekte, funktionale Look? Wird Susanne unser Stern am Fashionhimmel? Die ehrgeizige Antonia hat da sicher was dagegen. Und was meint Jens dazu? Ihr Lieben, wie farblos High Fashion bei Lösdau und Piqueur Eskadron sein kann, das hat uns heute live Susanne gezeigt mit einem coolen Outfit. Und
Gleich folgt die nächste High-Fashion-Konkurrentin. Und zwar eine ganz gefährliche, eine Polizistin und noch mein persönliches Victoria's Secret High-Fashion-Model. Die Toni, die Antonia, kommt in der nächsten Sendung. Seid gespannt. Und man muss auch sagen, sie hat ein heißes, knackiges Ärschchen. Wie das in der Reithose aussieht, das seht ihr bei Fashion Star.